Ich dachte, ich sag mal ganz kurz, was ich mir dabei gedacht habe bei diesen Lightning Talks für Fragen. Und zwar gibt es ja bei diesen Content-Entscheidungen, bei Events immer so ein bisschen diesen Faktor, dass es Menschen gibt, die sehr löbliche Projekte haben, denen man dann einen Slot geben muss. Zum Beispiel Markus Beckedahl. Und die in ihrem Slot dann aber eigentlich nur Sachen sagen, die man schon weiß, wenn man nicht das letzte halbe Jahr unter einem Stein gewohnt hat. Und ich hatte das Gefühl, dass es in der letzten Zeit in den Lightning Talks auch ein bisschen in so eine Richtung geht, dass dann da Menschen Vorträge darüber halten, dass sie an ihrer Uni ganz vielen Leuten Linux installieren. Und es ist super, dass sie das machen, aber ich habe nicht Lust, auf einem Konferenzstuhl zu sitzen, um mir das anzuhören. Und eigentlich sind so halbfertige Projekte ja auch ganz interessant. Und noch interessanter ist es, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und deswegen dachte ich, wir versuchen das mal mit diesen Lightning Talks für Fragen. Vielleicht gibt es ja Menschen, die nicht weiterkommen an einer Stelle in einem Projekt und die das hier sagen können. Und vielleicht findet sich jemand, also Partnervermittlung für halbfertige Nerd-Projekte. Jetzt bräuchten wir noch irgendjemand, der ein Problem hat, was er auch vortragen kann. Sonst ist es eigentlich schon zu Ende. Also Freiwillige vor. Wie bitte? Ja, da habe ich ja schon einen Vortrag drüber gehalten. Da ist jemand, super. Dann, also, und für den Fall, dass du nach dem Ding, das wird ja jetzt gefilmt, dass du nachher noch erreicht werden möchtest, ist es schlau, irgendwie bekannt zu geben, wie man dich hinterher noch erreichen kann. Ansonsten, ja, viel Spaß. Ja. Ja, Hi, eigentlich bloß eine kurze Frage. Ich arbeite gerade zum so einem kleinen C-Projekt und würde gerne so ein kleines Command-Line-Interface drüber schmeißen. Und zum Einlesen von den Befehlen gibt es die Super Read-Line-Library. Aber jetzt genau, wenn man so mehrere Befehle hat mit Argumenten, zum Beispiel, ich habe einen Befehl, wo man was in Liste eingefügt werden soll, zum Beispiel List Add und List Delete oder List Modify. Wie kann man dann sowas einfach parsen? Also normalerweise kann man es einfach durch Leerzeichen trennen, aber muss ich das alles von Hand machen? Und gibt es da irgendeine Bibliothek? Weil ich habe mal ein bisschen geschaut und ich habe da gar nichts zu gefunden. Kennt da jemand irgendwas, was man da verwenden könnte? Irgendeine gute Bibliothek? Muss Keiner. sagen, wie man dich hinterher erreichen kann, falls es jemand im Stream sieht. Ja. Also ich sitze einfach hier da vorne draußen, aber wenn ihr den Stream sieht, ist es wahrscheinlich ein bisschen spät. Ansonsten ja, im IRC, Channel GPN, Maxim. Falls doch jemand eine Idee hat. Ansonsten. Es wäre jetzt gut, wenn wir so einen Unterhaltungskasper hier rollt hier hätten, der zwischendurch immer was Lustiges erzählt. Haben wir aber nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Also ob wir das schließen sollen oder ob ich hier dumm rumstehen und weiß ich auch nicht, vor mich hinglitzern soll, bis ihr mit der Winkelkatze um die Ecke wetter. So. Aber wahrscheinlich macht es keinen Sinn. Haha, da kommt jemand. Hast du was? Ha, cool. Oh nein. Ist sie aus? Kann man die. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr dieses Problem kennt, aber unter Umständen stolpert man irgendwann mal im Internet über irgendetwas, das da nicht sein sollte. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man redet direkt mit den Leuten und in der Regel funktioniert das ganz gut. Es nennt sich dann so Responsible Disclosure. Man geht zu diesen Leuten hin und dann sagt denen, hallo, euer Ding ist scheiße.
sagt denen warum und wie und dann sagt man, hey, bitte, bitte fix das und ich werde mal darüber reden, wenn das dann irgendwann mal gefixt ist. Das Problem dabei ist, manchmal traut man sich nicht dahin zu gehen. Manchmal ist das irgendwie eine Bank oder eine Anwaltschaft oder eine Gruppe von Anwälten und dann möchte man das nicht, weil die können einem ernsthaft böse sein und es ist legal in Deutschland und in Europa und überall überhaupt nicht geklärt, inwieweit das in Ordnung ist. Und was ich nicht gefunden habe und was es irgendwie anscheinend nicht gibt, ist ein Portal, was Menschen dabei hilft, anonym Responsible Disclosure durchzuführen. Dass man, jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, in Einzelgesprächen beim CCC da Leute zu finden, die das natürlich gerne mitmachen und da unterstützen und so. Aber dass man da eine Erstanlaufstelle schafft, wo sowas umgesetzt wird. Ich habe da keine Ahnung, wie man da rangeht und so, aber wenn andere Leute hier im Stream oder so da Ideen haben, wie man damit anfängt, dann wäre ich da sehr dankbar. Ihr könnt mir einfach eine Mail schreiben at responsibledisclosure@franzt.de. Ja, wenn ihr da jetzt oder später was zu habt, würde mich das sehr freuen. Ja, ganz toll. Gibt es weitere halbe Sachen? Ich hoffe, die schneiden das hinterher raus, wenn ich hier stehe und nichts sage. Hast du was? Ha, super, da hat jemand was. Ich habe mir das mal schnell sozusagen aus den Fingern geleiert. Genau. Ja, ich lasse das einfach so. Das. Okay. Ja, ist jetzt kein Projekt, was jetzt hier gerade entsteht, aber ich nutze einfach mal die Möglichkeit eines Aufrufs. Wir haben vor 4 Jahren den sogenannten Bundesedit ins Leben gerufen. Das ist ein Twitter-Bot, der Veränderungen in der Wikipedia registriert, die aus Bundesbehörden anonym durchgeführt werden. Daneben gibt es noch den Euro-Edit, der macht das Gleiche für das Europäische Parlament und die europäischen Institutionen und auch seit einiger Zeit den Landes-Edit, der soll dieses auch für Landesbehörden machen. Vielleicht kennt der ein oder andere dieses Projekt oder folgt dem auch schon auf Twitter. Wir stoßen immer wieder auf das Problem, dass das Ganze basiert im Prinzip darauf, dass die Wikipedia einen Stream zur Verfügung stellt mit allen Änderungen, die weltweit durchgeführt werden, in allen Wikipedias, die es gibt. Und diesen kann man sozusagen abrufen, den kann man filtern. Und alle anonymen Änderungen werden mit einer IP-Adresse, mit einer öffentlichen IP-Adresse versehen, die, von der die Änderung durchgeführt wurde. Auf Basis dieses wird dann sozusagen ein Filter angewendet und dann guckt man, ist dieser IP-Adressbereich einer Bundesbehörde zum Beispiel zugeordnet. Wir haben das Projekt 2014 gestartet und natürlich ist in der Zeit einiges passiert. IP-Adressen wechseln relativ häufig dann doch die Eigentümer und wir sind immer wieder hinten dran, sozusagen diese IP-Adressbereiche den neuen Eigentümern zuzuordnen. Das führt dann manchmal dazu, wie jetzt vor ein paar Tagen, dass man nicht schnell genug ist und dass zum Beispiel ein IP-Adressbereich, der noch vorher dem Bundesministerium des Inneren zugeordnet war, Tage später der Sächsischen Staatskanzlei zugeordnet ist und wenn dann dort zum Beispiel Änderungen durchgeführt werden, die, sage ich mal, für Aufruhr sorgen, dass dann die Falschen sozusagen beschuldigt werden, Änderungen durchzuführen. Das lässt sich dann relativ schnell immer im Twitter aufklären, dass es halt vielleicht nicht das Bundesministerium des Inneren war, sondern dann vielleicht die Sächsische Staatskanzlei. Aber wir haben da ein Problem. Wir müssten eigentlich viel schneller im Prinzip
schauen, ob sich IP-Adressbereiche die Eigentümer ändern und neu zuzuordnen sind. Da unterschiedliche Ideen. Wir haben noch nichts umgesetzt an der Stelle. Wir denken darüber nach, dass die Adressbereiche, die wir kennen, sozusagen immer darauf geprüft werden, ob sie noch den gleichen Eigentümer haben, im Prinzip an den Änderungsdatum vom RIPE. Da wäre es schön, wenn sich jemand finden würde, der mit uns zusammen vielleicht eine Lösung entwickelt, mit der man sehr schnell Änderungen nachvollziehen kann und diese dann auch automatisiert hier in diese drei Bots einfließen lassen könnte. Und wer da Lust hat, kann sich gerne melden, am besten direkt beim Bundesedit über Twitter, und damit wir in Kontakt kommen können und vielleicht findet sich da eine smarte Lösung, um dieses Problem zu beheben und sage ich mal, diese kleine Institution, die wir dort betreiben, aufrechtzuerhalten. Das war's. Danke. Ist das dein ja. Adapter? Ja. Ja, gibt es weitere Menschen mit Problemen? Nein. Aber ich dachte, okay, ich ja, da ist. Haha. Super. Dann viel Spaß. Wir haben bei uns im Verein ein LDAP, User-System, und wir haben jetzt ein Tool gebaut, um da ein paar administrative Sachen zu machen damit. Und jetzt haben wir das Problem, dass man sich auf dem Tool loggt man sich per LDAP ein und das Passwort wird gecheckt, indem sich das Tool, also so eine Web-Applikation, auf dem LDAP einloggt, und das LDAP hat halt einen Timeout von, keine Ahnung, 15 Minuten oder irgend sowas. Und jetzt wäre es schön, wenn wir in der Web-App so eine Art Remember-Me-Funktion hätten. Nur im Moment, alle Abfragen, die auf das LDAP gehen, gehen halt über diesen Login. Und das heißt, wenn man 15 Minuten nichts gemacht hat, dann kann einem zwar die Web-Applikation quasi noch drin lassen, aber die kann dann nichts mehr machen, weil das Timeout ist abgelaufen. Und ja, irgendwie, ich bin hier noch nicht ganz auf einen grünen Zweig gekommen, wie ich das machen kann, sozusagen, dass, ohne dass wir beim LDAP den Timeout ändern würden. Und wenn hier jemand eine offensichtliche Idee hat, dann kommt doch auf mich zu. Mein Twitter-Handle ist hellerbarde. Und ich bin auch so ziemlich überall so zu finden, auf GitHub und wo auch immer. Ja, vielen Dank. Ja, weitere Freiwillige. Keiner. Okay, dann greife ich jetzt mal den Vorschlag auf mit der Orgel. Kann ich ein Videosignal, dieses hier, ja, einfach reinstecken? Toll. Das muss noch funktionieren. Okay. Also, ich habe dieses Projekt, einen Prototyp zu bauen für eine Orgel mit richtiger Dynamik wie Klavier. Das Problem, an dem es im Moment im Wesentlichen scheitert, ist der Aktor. Nun ist es so, also in der Tastatur hängt unter jeder Taste ein Sensor und dann muss die Luft, wenn die zu den Orgelpfeifen geht, irgendwie an- und ausgeschalten werden. Und zwar, wenn man so Dynamik haben will, nicht nur an oder aus, so wie bei normalen Orgeln, sondern auch halb an, dreiviertel an, 0,25 an. Normalerweise wird das mit so einem Ding gemacht, also ich habe keine Ahnung von Strom, das verschärft die Situation, ja. Vermutlich zwei Elektromotoren. Und dieses, kann man das sehen, wenn ich das mache? Ha, super. Dieses Ding wird dann halt nach rechts und links bewegt. Und das Problem ist, dass für diese Art Instrument, die ich davor habe zu bauen, man wesentlich mehr von diesen Aktoren braucht,
als in einer normalen Orgel, weil ich gerne jeder Pfeife einzeln einen Aktor verpassen würde. Und deswegen wäre es gut, die Dinger irgendwie billiger zu bekommen und vielleicht auch ein bisschen open-sourciger. Und da ich, wie gesagt, keine Ahnung von Strom habe, wäre es cool, wenn mir irgendjemand helfen würde, das zu reverse-engineeren. Nein, es geht nicht mit einem Servo. Es geht auch nicht mit Pneumatik, weil diese Sachen sind immer entweder laut oder langsam oder teuer. Das ist ein Musikinstrument, da geht laut nicht. Teuer hatten wir schon, da wollte ich ja gerade von weg. Langsam ist, dann könnte man halt nur extrem langsame Musik mitspielen. Das ist auch, wäre dann sehr beschränkt. Genau, also es wäre cool, wenn irgendjemand eine Idee hat, wie man das nachbauen könnte. Vielleicht gibt es da auch preiswerte China-Komponenten oder irgend sowas. Das wäre ganz total super. Benjamin Wand auf Twitter, Wand wie die Mauer. Das wäre es jetzt erstmal für mich. Flups. Und es wird schwarz. So, gibt es mehr Leute mit, jetzt bin ich wieder Moderator, gibt es mehr Leute mit Fragen, halbfertigen Projekten, irgendwas, das nicht funktioniert? Jetzt überlegt doch mal, ihr habt doch alle sowas. Ist auch nicht peinlich. Ich weiß auch nicht, wie man das, also ich habe gehört, bei Versteigerungen kann man das manchmal so faken, dass man einfach tut, als hätte gerade jemand geboten. Aber so hoch würde ich jetzt nicht pokern, dass dann tatsächlich jemand aufsteht. Keine Ahnung. Also ich meine, wenn keiner was hat, dann können wir es auch schließen. Das ist natürlich besonders cool. Schwer umzusetzende Ideen. Wir sind ja auch mehrere hier. Vielleicht. Nee, das wäre cool, wenn es auf dem Stream ist, weißt du? Wenn du, genau. Also weil, wenn es Leute im Stream auch sehen können, dann gibt's, es erhöht die Chance, dass sich jemand findet. Oder mehrere, vielleicht bei komplizierten Problemen. Natürlich, klar, gern. Also die Idee, die ich jetzt mal mit Armin auch so etwas hatte, war, basierend auf diesem Original-Orgel-Design, ich bin mir nicht sicher, ob es Motoren waren, das sahen eher wie Spulen aus. Also sprich, die haben ja diesen Metallklöppel, der sich in diesen Luftstrom stellt, vermutlich. Ich weiß nicht, wie es bei der Orgel funktioniert. Wird da dieser Luftstrom verengt oder wird der anders beeinflusst? Das ist relevant für das Design dann. Die Ventile sind ziemlich primitiv, weil eine Orgelpfeife, damit da überhaupt Ton rauskommt, so eine gewisse Mindestmenge Luft braucht. Das heißt, da ist einfach ein Loch und ein Kegelchen und das Kegelchen muss sich halt rein und raus bewegen können und das ist dann, wenn es dicht genug ist, dann reicht es. Also es muss nicht richtig krass Pneumatik-Style dicht sein. Okay. Vielleicht kann ich auch noch sagen zu Orgelbau. Die meiste Zeit, in der es Orgeln gibt, konnten die Orgelbauer nicht lesen und schreiben. Ja, da gibt es viele Sachen, die sind eigentlich gar nicht so kompliziert. Es ist nur sehr groß, es gibt sehr viele davon. Okay. Ja, also das grundsätzliche Design wäre eben angelegt an das erste. Das heißt, man hat ein Metallteil in irgendeiner Form, das in diesen Luftstrom sich rein bewegt. Ich weiß nicht, wie man es halt fertigen kann, da bin ich nicht so überfragt. Aber so von der elektronischen Seite ist es dann relativ simpel. Und mit einer Spule kann man dieses Metallteil anziehen, je nachdem, wie man die Spule mit einem Transistor regelt, eben mehr oder weniger. Und damit es eben einfach bleibt, wird dieses Metallteil über eine Feder wieder zurückgezogen in den Ursprungszustand. Das heißt, die Spule zieht dieses Metallteil gegen die Feder und wenn die Spule ausgehen würde, geht das Metallteil wieder zurück. Mit der Ansteuerung von der Spule kann man das dann eben auch halb, viertel oder halt in einer gewissen Prozentzahl machen. Cool. Also das ist sowas wie ein Hubmagnet, habe ich das richtig verstanden? Ja, ich glaube ähnlich sowas. Also einfach eine Spule mit einem offenen Kern. Genau, cool. Also ich habe das nicht ausprobiert mit dem Hubmagnet, weil alle Leute gesagt haben, das ist super unzuverlässig. Aber wir können es vielleicht mal ausprobieren. Also das wäre auf alle Fälle, könnte man probieren. Also für eine Mechanik, wie gesagt, müsste man sich was überlegen, aber da weiß ich auch nichts. Okay, cool. Danke. Bitte. Klatsch doch mal.
Ja, gibt es noch mehr Menschen mit halbfertigen Projekten, die geholfen werden möchten? Wir brauchen, wenn ich das nochmal machen sollte, nehme ich so einen Kaspar-Herold. Niemand. Weil ich ist nicht zu helfen, das ist auch nicht schlecht. Cool, dann würde ich sagen, schließen wir das einfach. Vielen Dank für die Anwesenden und die Sprecherinnen und Sprecher. Ja, schönen Tag noch. Viel Glück noch.